Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball, Freunde haben es mitbekommen. Für mich war das eine sehr intensive Reisewoche. Das ist die Ausgabe für Sonntag. Und jetzt am Samstag, kurz nach 20 Uhr, bin ich froh, dass ich mal wieder vor der Burg sitze. War heute in München, habe das Zweitligaspiel von Regensburg gegen Kiel begleitet. Aber was mich gerade total geflasht hat, das war der Auftritt von Haaland bei Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt 5:2. Ich glaube, dass die Dortmunder in dieser Spielzeit in der Lage sein könnten, die Bayern vom Thron zu stoßen. Es war klasse, wie die gespielt haben und dieser Haaland an allen 5 Toren beteiligt. Ich bin mal gespannt, wann irgendwann ein Trainer die Losung ausgibt, kaputt treten. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe. Ansonsten ist es Naturgewalt pur. Und warum können wir den nicht eindeutschen? Können ja sagen, es ist ein Schalker oder so. Also, da wenigstens geboren. Spielt aber für Borussia Dortmund. Ich freue mich darauf, dass ich ihn nächsten Samstag in Freiburg live erleben darf. Ich weiß gar nicht, ob das neue Freiburger Stadion dann eingeweiht wird oder nicht, aber das wird garantiert, egal, auch im Dreisamstadion, ein tolles Spiel. Und ob Haaland das immer so kann, ist eine andere Frage. Aber ich habe das Gefühl, der kann immer so. Also da kann man nur neidisch sein, dass es einen solchen Spieler gibt. Aber Tabellenführer ist Borussia Dortmund nicht, weil der VfB Stuttgart ja 5:1 gewonnen hat. Und die sind mal Tabellenführer. Herzlichen Glückwunsch. Und mit den Fürthern haben wir da, ich habe es befürchtet, auch einen Abstiegskandidaten. Obwohl man nach einem Spieltag nichts beschreien soll. Ja. So, jetzt Arbeitsnachweis. Ich befürchte, der Ton ist nicht sonderlich gut, habe das wieder nicht richtig gemacht. Heute war ich, wie gesagt, in München. Ganz kleiner Blick, das hier ist dann gleich der Zettel, auf dem ich meine Notizen mache für die Zusammenfassung. Also wir kommentieren ja nicht nur live, sondern machen dann nochmal für alle Spiele, alle Tore 3-4 Minuten und nochmal eine Minute fürs Internet. Ganz kurz hier der Blick in unsere Gemächer und da steht schon viel Technik. So, das sind meine Aufzeichnungen. Das ist wichtig, gleich Feierabend. In Nürnberg wird gejubelt. Und hier herrscht noch viel Arbeit. Ja, das ist schon eine wuselige Angelegenheit, so eine Konferenz hier. Aber für mich wichtig, noch eine Minute und dann. So, danke Martin fürs Einspielen. Ich verspreche, ich werde verstärkt auf einen besseren Ton achten. Man soll ja Fußball nicht quer vergleichen. Ich habe Kiel gesehen gegen Schalke, 0:3. Und da hatten die Schalke erhebliche Mühe, obwohl 3:0 deutlich ist. Heute spielte Kiel gegen Jahn Regensburg. Und Jahn Regensburg hatte überhaupt keine Mühe. Ganz im Gegenteil, die hätten fast noch höher gewinnen können. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst um Schalke, wenn die nächste Woche antreten gegen Jahn Regensburg in Regensburg. Sehr interessantes Spiel nächste Woche. Und dann hier eine kleine Quizaufgabe. Ich habe ein Foto mitgebracht von der Sky-Arbeit. Ein Kollege hat das für mich gemacht. Welcher Spieler ist das? In welchem Naturtrikot, muss man ja sagen? Und ich glaube, das wäre der Merchandising-Hammer überhaupt. Wenn man das nachstellen könnte als Fan-Trikot. Aber wer ist es? Wer mag, kann es runterschreiben, kann an mich schreiben und die Lösung präsentieren. Unfassbar tolles Trikot. So, jetzt kommt Wilhelm. Blau-Weiß-Galgenmoor. Das ist ja jetzt wieder mein Kreisklassenverein, den ich begleiten werde. Wilhelm berichtet, er ist Trainer dort und er macht das sehr authentisch. Und heute Werbung für das Spiel am heutigen Sonntag. Vielleicht ist noch einer aus Kloppenburg hier bei Herz, Seele, Ball dabei, der das hört. Hingehen. Ja? Also ich verabschiede mich schon mal mit dem Hinweis, morgen gibt es erstaunlicherweise wieder Herz, Seele, Ball. Aber jetzt kommt noch Wilhelm mit seiner speziellen Vorschau. Blau-Weiß-Galgenmoor. Ich komme über den Namen nicht weg. Also, wir sehen uns morgen. In diesem Sinne, tschüss. Am Sonntag spielen wir
in unserem zweiten Punktspiel gegen den SV Höltinghausen 2. Und Höltinghausen ist mit einem 1:1 in die Saison gestartet gegen Elsten. Und wir wollen dieses Punktspiel und dieses Heimspiel auf alle Fälle für uns entscheiden. Die Mannschaft hat im Training in dieser Woche sich hervorragend präsentiert, um einfach dieses Spiel von letzten Sonntag möglichst aus den Köpfen zu verbannen. Und die Mannschaft hat Vollgas gegeben in beiden Trainingseinheiten. Und wir werden alles tun, um nicht gleich wieder, was ja im Spiel gegen Kneheim der Fall war, sowohl in Halbzeit 1 als auch in Halbzeit 2 jeweils nach ganz kurzer Zeit Gegentreffer zu kassieren. Mit anderen Worten, wir werden von Anfang an hellwach sein in Halbzeit 1 und in Halbzeit 2 und werden mit aller Macht versuchen, die 3 Punkte in Galgenmoor zu behalten. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.